Genau wie sie nämlich schon, dass der Lüss, der Kaiser Fluss mal telefoniert hat, Lucien Kaiser. Ne? Und dass den, der war Kommissar von der Aufstellung, dass den da gesagt hat, gehst du gerne nach Venedig. Ne? Voilà. Und ich habe gesagt, ja. Da habe ich mir ganz große Falle präpariert, also abgespannt, weil ich da anhänger gefressen habe, Dinge drauf war. Und da konnte man dann noch Bänke hier haben, da nur gesagt, das muss alles ganz klein sein. Aber da war ich nicht aufgefasst. Venedig habe ich als Größe gesehen, aber ich wusste nicht, dass das Christ von einer Toilette oder einer Bootszimmer hätte. Am italienischen Pavillon, das war die Zeit so. Ne? Das war die Zeit, das war irgendwie, wie soll ich sagen, das, ich finde, das war nicht ganz professionell durchgezogen. Das kannst du nicht vergleichen, wie andere zu Mai gefickt hat. Mai ja, in der Kruse ging, du hast müssen Tresen, die Kruse ein bisschen suchen, aber nicht viel. Ging durch für die Notteil, dann hast du müssen Tresen an Tresen bezahlen oder umgekehrt den Zug bezahlen, ich weiß nicht. Du hast müssen schaffen, den habe ich mal, du hast auch keinen Ankauf gemacht. Also du hast gut kein Budget, du hast guck, musst gucken, dass du den gibst. Ne? Das muss ich dabei so und dann zweitens, von offizieller Seite, auch wenn man das da muss machen, so ein bisschen den anderen Kast, dann machen wir. Das war ja alles 495 gewesen. Aber ja, das sind Fernsehfirmen oder Computerfirmen, verstehst du? Das ist da ganz einfach, ganz banale Szene, wo einfach eine Frau an der Tür war, also meine Frau. Oder wo ich mit ihm im Kanapé bin, das sind Nühen, und das dritte sind Landschaften aus dem Leben. Das sind einfach die drei großen Sujets. Aber wie du morgens wünschst, gesagt hast, hey, wie das hier im Fernsehen, du weißt ja immer Horror. Also ich meine, ich weiß nicht, wie toll das ist, ich gucke kein Fernsehen. Mit den größten Teil war ja immer Horror, frillfreig und schrecklich, wenn ich gesagt habe, hey, roh kann. Aber was flott ist, wenn man im Nachhinein guckt, da bin ich zu viel, man hat gesagt, jo, ein ganz Jugend, also eine ganze Generation, gesagt, ja praktisch fast nach virtuell, die gucken ja, die filmen die Welt, die gucken ja kein Baum mehr wie mir das, der Raum, ein dreidimensionaler Leben, die ja fast nach, die stehen am Raum und die gucken die Welt durch ein iPhone. Ne? Das ist faszinierend, verstehst du? In dem Sinn, mit das kann ich aber recht los so empfangen, dass es dann in dem Sinn flott war, das ist alles unter dem Schwarz, kein Beispiel matt. Verstehst du so? Ja. Da ist die Frau Lagelöden, was ein unheimlicher Rummel, wie du morgens, wenn ich gesagt habe, das unwahrscheinlicher Rummel, mich steuert hat, damals hat mich gar nicht gesteuert. Ich war aber sehr von Venedig gelangweilt, das ist eine Stadt, die mich, das ist mir zu viel artifiziell. Ja. Ich habe noch ein paar immens interessante Sachen gesehen, wie Joko Ono hat einen Flottarbeit, wie hat es gehört, Louis Bourgeois hat einen ganz Flottarbeit gemacht, das war ganz interessant, das waren die Käfige. Und damals hat den Tapias den Preis gewonnen, mit der Zimaguin. Also ich meine, das ist immer so ein Konkurs, das ist über alles so, das muss ich wissen. Aber du warst ganz klar, weil wenn es ein Tapir ist, den hat kein Bestand bei Rapport zu Dravicht von Louis Bourgeois. Ne? Und das war interessant, das zu sehen. Wir schon die Jahre sind ich auf Kassel gefahren, da sind ich auf so Plätze gefahren. Aber Venedig ist für mich wie das ist uninteressant, das ist wie Brüch, weißt du, das ist das ist einfach schließt nach ein Hollywood-Kulisse, also ein grandios geschichtliche Kulisse. Ne? Mit dem ging mich nicht interessieren, für dort zu leben oder länger Zeit dort zu verbringen. Ne? Am Berton bin ich ganz gut hingegangen. Also, das war immer einfach, wie das in der Skulptur gemacht hat, in den Raum, und ich habe neben die Mauer benutzt, das ist der Platz, wo man hat. Man hat ja gesagt, dass es so groß aussieht. Da haben wir dann die Sur-Mesure praktisch gemacht. Ne? Das war noch bald zu klein gehen, also. Muss er das so fürchten. Dass man nicht das klingt, was steht, mit das einfach auch Qualität vom Raum. Ich meine, du kannst auch ein ganz kleines Wabisch tun, aber wenn es da dann nach gedreckt ist, auch nach an den Neck, auch nach mehr Klang, auch nach. Bon, das, man hat wenig Diskussionen, wo ich sehe, also, so wie damals gehandhabt, ging das um auch hingepasst, ne, an einen gewissen Sinn. Ich habe das allgemein gemeint, das stimmt schon irgendwie. Ne. Nee, du hast ein paar afrikanische Staaten unter ihm. Aber ja, nicht außer, nö. Hat sie letztlich gut gesehen, dass weiter Markt kriegt. Ne? Da hat man immens viele Tiere aufgemacht für Galerien am Ausland zu fahren. In dem Moment. Ne? Aber das Problem, das passiert, dass das an den 90er Jahren eine Retour auf rein konzeptuelle Kunst passiert. Das, im internationalen Markt auch. An all die Leute, die mal darüber schätzen, die sind reden an die Jahre 2000. Rauskommen, wenn du willst. Und mein Problem, mein Nudel, ist den,
Dat is een vier aan nodeel, dat is even uit van Luxemburg. Dat is een klein land. Dat is een ganz klein, dat is een prison, hè? Culturele prison, dat houdt. Außer du funktionierst so wie zu Mai, mit Mai und Amelisch geht. Der ist natürlich auch nicht dann, kann er hin, aber du an Schule gehen. Du musst frei sein, du musst können mal da sein und dann am besten lang sein. Ne? Das ist klar, das sind Kleinigkeiten, wo Kinder denken, mit sind einfach praktisch da nehmen. Lützburg selber ist immer so an so viel Hand drin. Auf 95 da kommen, kommen so viel Nachholbedarf von anderen Sachen, die haben nie verschafft und nie gewissen gesehen. Was ich auch verstehe. Ne? Und da gibt das aber systematisch gemacht, ich meine, da gibt eine minimalistische Kunst, dann so Sachen. Du kriegst von vielen Leuten gesagt, du musst ja noch. Was mich interessiert, ist immer, für eine Zeit, wo du dich auszudrücken, wie es zerstückelt ist, und wie die Werte, sich total, also die Werteverschiebung, früher hast du ganz klar Waller, und ich meine, im Mittelalter, du hast den Madonna gemalt, du hast, verstehst du, mir war nicht, das geht dir überhaupt nicht mehr, du hast überhaupt keine Werte-Skala mehr, du hast lauter Parallelitäten in Europa. Ne? Und das will ich ausdrücken, das machen wir auch weiter. Wir schauen noch dabei, wenn du jung bist, dann probierst du was Meiste, dann stellst du dich froh. Wenn du mir gehst, dann probierst du integer zu bleiben. Das heißt, du probierst so hart mit dir selber zu bleiben, dass du den Seelen nicht ausverkaufst. Dass du nicht ein rein kommerzielles Produkt, also du Moritz sagst, du willst dich nicht repetieren als Maschine, für just den Mord zu bedingen, solange wie du nur es lebst. Verstehst du? Das waren Gedanken, die ich gefordert habe. Das sind alles immens egozentrische Gedanken. Und nur im Alter, nur verschiedene Erfahrungen, nur verschiedene Sachen, die passiert sind, relativ rezent, sogar in den letzten 10 Jahren, dann ich mir froh, macht das, was die Leute wirklich brauchen. Nicht, was sie wollen, das ist eine Nuance, he? Mit das, was sie brauchen. Was braucht der Mensch wirklich an dieser Welt? Weil wenn du Kunst misst, hey, auf diesem Fleck, ich kann mich nicht mit einem syrischen Künstler vergleichen, den ging an der Situation schaffen. Die sitzen am meisten, ich meine, du verpeilt, ich bin okay, Sozialpornograf, verstehst du? Ne? Was misst du dann, du haut hei? Und dann stelle ich mir viel, da kommen die Leute, verstehst du, die sitzen dann an der Stresswelt, wo dauernd permanent Rendement gefroht geht. Was für ein Sort Bild kannst du denen geben, für das die mal rufhanden? Das ist nicht gerade wie du Mois. Dass die aufs Heim kommen, also, und heute das nicht mehr so groß. Das ist ein Stück Luft an dem ganzen Scheiß, verstehst du? Ich fand das immens interessant, das zu machen.